Du hast dann zwar den Doktorgrad erhalten, aber andererseits war deine Universitätskarriere damit mehr oder weniger beendet. Das Ich hätte große Lust und Freude gehabt in dem nun etwas heimischer gewordenen Gebiet der Wissenschaftsgeschichte weiterarbeiten zu können. Und mein Wunsch war auch, und ich habe einige Versuche unternommen, das Thema zeitgenössischen Wissenschaftlern schmackhaft zu machen. In der Forschung und an der Universität Unterschlupf zu finden. Und dagegen sprach zum einen wohl diese bibliografische Vorleistung, zum anderen gewiss auch das Risiko des propagierten Forschungsprojekts und wie meistens ohne jemandem etwas unterstellen zu wollen, vielleicht auch persönliche Beweggründe, die es verhinderten, dass ich den Weg, den sogenannten Aufstieg durch die universitäre Institution machen konnte. Was mich nicht gehindert hat, dann weiterhin, auch während meiner Arbeit als Gymnasiallehrer in der Stiftschule Engelberg, du bist dann Gymnasiallehrer geworden, ja. um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, ich habe dann zum einen also meinen Lebensunterhalt während 11 Jahren als Gymnasiallehrer an der Stiftschule Engelberg, der Klosterschule der Benediktiner, verdient. Nebenher aber dann mich auch wissenschaftlich weiter betätigt, ohne die Gewissheit selbstverständlich zu haben, dass ich jemals die Möglichkeit hätte, meinen Lebensunterhalt mit wissenschaftlicher Arbeit zu verdienen. Diese Möglichkeit ergab sich dann 1986 wider Erwarten, als ich angefragt wurde, ob ich nicht bei einem Erschließungsprojekt, einem Index der Schweizer Zeitschriften von den Anfängen bis 1750 mitarbeiten würde. Das war ein Projekt des Schweizerischen Nationalfonds, das es mir dann erlaubte, das Pensum an der Schule, das Unterrichtspensum an der Schule zu reduzieren, mich dort mit einer halben Stelle zu begnügen und gleichzeitig an der Erschließung der Schweizer Zeitschriften zu arbeiten. Also an einem Projekt, das natürlich mit dem Erschließungsprojekt, das meine Doktorarbeit war, Gemeinsamkeiten hatte. Ich lernte eine andere Textgattung kennen, die damals auch noch wenig bekannt war und bibliografisch so wenig erschlossen war wie die frühneuzeitlichen philosophischen Dissertationen.